بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und wir haben letztens schon begonnen mit einer Vortragsreihe, wo ich inshallah bestimmte besondere, sehr, sehr wichtige Hadithe auswähle, die für uns alle sehr, sehr wichtig sind in unserem Leben, die vieles beinhalten, was für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben mit dem ersten Hadith begonnen beim letzten Mal, und da war ich nur auf Facebook live, und ich habe mir jetzt auch gedacht, inshallah auf Instagram live zu gehen, sodass es inshallah mehr Leute erreicht. Und wir haben beim letzten Mal einen wichtigen Hadith erwähnt, und ich habe gesagt, dass wir inshallah eine Reihe daraus machen, wo wir inshallah viele verschiedene Hadithe nehmen, die für uns alle sehr, sehr wichtig sind in unserem Leben, die wir umsetzen, versuchen müssen zu verstehen, zu verinnerlichen und versuchen in die Tat umzusetzen, in unserem Leben in die Tat umzusetzen. Und möge Allah uns allen At-Tawfiq schenken und uns Rechtsleitung geben, und Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit in unseren Taten und in unseren Aussagen. Und wir haben beim letzten Mal den wichtigen und wunderschönen Hadith genommen, der authentisch überliefert wird. Und ich erwähne ihn jetzt inshallah ganz kurz. Und ich erwähne immer beim nächsten Vortrag in dieser Vortragsreihe den Hadith, den wir vorher drangenommen haben. Aber ohne ins Detail zu gehen, dass wir den inshallah durchnehmen oder beziehungsweise uns daran erinnern. Und ich habe beim letzten Mal auch schon gesagt, dass ich inshallah mir ausdenken werde, ja, wenn wir diese Hadithe fertig oder mit dieser Vortragsreihe, wenn wir inshallah mit fertig sind, dass ich inshallah mir ein schönes Geschenk aussuchen werde für den, der es am besten behalten hat. Und vielleicht machen wir dann einen Test einfach, und wer das alles am besten verstanden hat und vielleicht wiedergeben kann, am besten sogar auswendig lernen, so ist es inshallah noch besser. Und wir haben beim letzten Mal den Hadith erwähnt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer kann den Hadith sagen? Ja? Weiter. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى أن يؤتى أن يؤتى إلى غشش. Ja, Alhamdulillah, Mashallah. Okay, also der Hadith im Arabischen: من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadith, ungefähr Übersetzung von diesem wunderschönen Hadith ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der möchte, wer auch immer möchte, vom Höllenfeuer bewahrt zu bleiben, verschont zu bleiben, ja, wortwörtlich weggerissen zu werden, ja, wer gerettet werden will vom Höllenfeuer und ins Paradies eintreten möchte, so soll er, wenn der Todesengel zu ihm kommt, wenn seine Seele abberufen wird, in dem Augenblick soll er an Allah und den jüngsten Tag glauben. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, er soll die Menschen so behandeln, wie er selber behandelt werden möchte. Ja, dieser Hadith, ein wunderschöner Hadith, der uns was beibringt? Der uns beibringt, Glaube an Allah, dass wir an Allah glauben müssen und diesen Glauben beschützen müssen, indem wir ihn lieben, praktizieren, dazu einladen, ja, und
Bittgebete machen, dass Allah uns festigt auf diesem Weg, Koran lesen, Koran leben, etc., Allah gedenken, dankbar sind, Geduld haben, all das sind Mittel dazu, dass man an dem Tag, wenn man stirbt, dass man in dem Augenblick, wo die Seele einberufen wird, wo man stirbt, dass man an dem Tag auch an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und Nummer zwei, man soll die Menschen behandeln, so wie man auch gerne behandelt werden möchte. Die Eltern, Kinder, Nachbarn, Arbeitskollegen, Studenten, Mitschüler, Geschwister, egal wer. Ja? Geschäftsleute, so wie du gerne behandelt werden willst, behandle die anderen. Oder noch besser. Wenn du das tust, was passiert dann? Dann passiert was? Dann wirst du inshallah vom Höllenfeuer bewahrt und ins Paradies sozusagen reingesteckt. Ja? Reingeworfen. Oder reingeworfen hört sich ja gar nicht so schön an. Ja? Der wird dir der Eintritt gewährt, ja, oder du wirst du hinein ins Paradies eingehen dürfen. Okay, heute inshallah, liebe Geschwister, haben wir einen anderen wunderschönen Hadith und eine andere Sache, die extrem, extrem wichtig ist. Und diese Sache ist Al-Ikhlas. Eine extrem wichtige Sache, und das werden wir gleich wissen und sehen, wenn wir uns die Beweise anschauen vom Koran und der Sunna. Ich habe gesagt, die Hadithe, die ich hier nennen werde, sind alle absolut authentisch, ja, absolut authentisch überliefert, also 100% ist das Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. 100% ist es Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, ja, kein Zweifel, genauso wie Koran und Sunna. Die Religion besteht aus Koran und Sunna, ja. Allah sagt uns im Koran, wir müssen beten, aber er sagt uns nicht ganz genau explizit wie. Allah sagt uns, wir sollen Zakat geben. Steht im Koran in so vielen Stellen. Ja? Immer und immer wieder. Aber Allah sagt im Koran nicht, wie viel. Allah sagt, wir sollen dieses und jenes machen. Aber ja, alles, vieles wird erklärt in der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns entweder gesagt, wie wir das umsetzen, oder hat es vorgemacht, oder eine Sache wurde getan und er hat es so, wie nennt man das? Al-Iqrar. Ja, die Sunnat al-Iqrar, dass er das so etabliert hat, indem er es so angenommen hat. Und es nicht, ja, wenn die Sahaba etwas gemacht haben, was falsch war, so konnte er nicht einfach so wie wir, der eine oder andere von uns könnte etwas Schlechtes sehen und er lässt es einfach zu, er sagt einfach nichts dazu. Ja, seine Frau, sein Kind, sein Freund macht etwas, was haram ist und er sagt einfach nichts dazu. Beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist das natürlich nicht erlaubt. Ja, weil er ist der Botschafter Allahs. Wenn er eine Sache sieht und es zulässt, dann ist es eine Sünde, dann ist es in Ordnung. Wenn er eine Sache sieht, dass jemand was macht und das, was er macht, ist haram, er muss dem sagen, hey, das geht nicht, das ist haram, das ist Schirk, das ist, ja. Und deswegen nennt man das Al-Iqrar. Also der hat das einfach zugelassen, bestätigt, genau, bestätigen. Das ist das richtige Wort dafür, das ist eine Bestätigungssünde. So, und heute reden wir, liebe Geschwister, über Al-Ikhlas. Eine extrem, extrem wichtige Sache. Ikhlas wird übersetzt mit Aufrichtigkeit. Ja? Dass man ein aufrichtiger Mensch ist. Dass man seine Taten aufrichtig macht. Ehrlich und aufrichtig ist mit seinem Herrn. Ja? In seinen Taten, in seinen Aussagen. In allem, was man macht. Sogar wenn man eine Sache nicht macht. Wenn man sich enthält, eine Sache enthält oder eine Sünde enthält. Dass man aufrichtig ist, egal in welchen Sachen man macht, auch was der gute Charakter angeht. Wenn du großzügig bist, wenn du gut bist zu deinen Eltern, zu deinen Nachbarn, zu deinen Mitmenschen, wenn du gut bist, wenn du spendierst, egal was du machst, dass du aufrichtig bist, ja, dass du nicht eine Augendienerei gerade machst, ja, eine Augendienerei, dass du einfach mal was machst, um den anderen zu gefallen, um gelobt zu werden, um eine besondere Position zu bekommen, um einen besonderen Status zu bekommen. Ja? Der Hadith, den wir erwähnen wollten, liebe Geschwister, und damit fange ich erstmal an, und dann werde ich inshallah andere barakallahu fikum, andere Hadithe und Verse des Korans erwähnen. Barakallahu fikum. Also als allererstes, liebe Geschwister, was wichtig ist, der Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der absolut authentisch ist, von Umar ibn Khattab überliefert und von in Sahih al-Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte darin:
man kana, von Abu Huraira radiallahu anhu, überliefert in Sahih Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich erwähne als erstes den Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, überliefert, auch in Sahih Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem Hadith, innamal a'malu bin niyat, wa inna li kulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Okay, حديث überliefert von Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه in Sahih Bukhari und Muslim. Ich wiederhole ihn einmal auf Arabisch. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا لامرأة ينكحها لدنيا عفوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Auf Deutsch übersetzt, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt in diesem Hadith, die Taten sind entsprechend der Absicht. Innamal a'malu binniyat. Die Taten entsprechen der Absicht. فَمَنْ كَانَتْ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Ja? Wer auch immer, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ. Derjenige, der auswandert für Allah und seinen Gesandten, so ist seine Auswanderung zu Allah und seinem Gesandten. Wer jedoch auswandert, um etwas Weltliches zu bekommen oder um eine Frau zu heiraten, so ist seine Auswanderung für das, wofür er ausgewandert ist. So, ich wiederhole es inshallah auf Arabisch und auf Deutsch. Einmal im Arabischen nochmal. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Auf Deutsch, die Taten sind entsprechend der Absichten. Und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Ungefähr übersetzt. Und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Wer nun also zu Allah und seinem Gesandten auswandert, so ist seine Auswanderung zu Allah und seinem Gesandten. Wer jedoch auswandert, um etwas Weltliches zu bekommen oder eine Frau zu heiraten, so ist seine Auswanderung für das, wofür er ausgewandert ist. Ja? So, liebe Geschwister, dieser Hadith bringt uns was bei? Es bringt uns bei die Wichtigkeit der Absicht eines Menschen, wenn man eine Sache macht. Wenn man eine Anbetung macht, eine Ibadah, ja, einen gottesdienstlichen Dienst, eine Anbetung oder egal welche Handlung man macht. Die Absicht ist ein absolutes Muss für jede Tat, die man macht, für jede Aussage, die man macht. Ein absolutes Muss ist die Absicht. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, ist dieser Hadith, wenn man die Bücher nimmt, egal welche Bücher man nimmt, man wird in allen Büchern des Fiqh, der Fiqh-Angelegenheiten, ja, wo man lernt, wie man betet, wie man fastet, wie man Tahara macht, wie man Hajj macht, wie man all diese, ja, Taten, die man macht im Islam, Zakat, Al-Buyur, egal welche Taten man macht, ja, in egal welchen Büchern man nimmt, egal von welcher Rechtsschule, dieser Hadith, den wird man in jedem einzelnen Buch als allerersten Hadith finden. Als allererstes, das allererste, was man findet in all diesen Büchern, in den meisten Büchern der Hadithe, ist dieser Hadith der allererste. Subhanallah. Und wir haben ja die Reihe schon durchgenommen, Al-Arba'in Nawawiyya, die 40 Hadith von Imam Nawawi. Welcher Hadith war das? Der allererste Hadith. In sehr, sehr vielen Hadith-Büchern ist dieser Hadith der allererste Hadith. Warum? Weil alles fängt mit diesem Hadith an. All deine Taten, die du machst, die du lernst in diesen Büchern, alle Ibadats,
Egal wo, Nawawi, Imam Bukhari, Riyad al-Salihin, egal welches Buch man nimmt, Hadith-Bücher, du wirst immer, und Fiqh-Bücher, du wirst immer diesen Hadith als allererstes finden. Warum? Diese Bücher handeln alles, wie man Allah anbetet, wie man betet, wie man fastet, wie man Tahara macht, wie man Birrul Walidain macht. Alles, was man macht, und immer findest du diesen Hadith als allererstes. Was zeigt das? Es zeigt uns, liebe Geschwister, als allererstes, diese ganzen Gelehrte, die diese Bücher geschrieben haben, die finden diesen Hadith oder die sehen diesen Hadith als allerwichtigste, als allerwichtigstes, womit man überhaupt beginnt, mit seinem Glauben. Und das zeigt, dass dieser Hadith oder dass diese Angelegenheit, die Angelegenheit der Absicht, ja, eine Bedingung ist der Taten, eine der größten Bedingungen. Und deswegen, liebe Geschwister, auch unter den zwei größten Bedingungen oder beziehungsweise die zwei Bedingungen für die Akzeptanz aller Taten, eine davon ist dieser Hadith, diese Sache, Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit. Ja? Die Aufrichtigkeit, Ikhlas zu haben. Warum machst du dieses Gebet? Warum gibst du jetzt diese Spende? Warum spendierst du überhaupt? Warum hast du dieses Wort gesagt? Warum hast du heute gefastet? Warum? Man kann diese ganzen Taten machen. Entweder man macht sie für Allah, einzig und alleine. Und ich suche nicht den Lob. Ich suche nicht, dass mir jemand hier auf meine Schulter klopft. Wow, hast du gut gemacht. Ich suche mir nicht, dass die Leute sagen, wow, der hat Wissen. Der ist großzügig. Er ist nett. Er ist dieses, er ist jenes. Das kann die Absicht sein. Oder du machst diese Taten für Allah, für die Zufriedenheit Allahs, für die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, für sein Paradies, für sein Angesicht. Du kannst es hierfür machen und du kannst es dafür machen. Manche Leute machen Taten und machen Taten und machen Taten, um eine besondere Position zu haben bei den Menschen, damit sie gelobt werden, geliebt werden. Ja? Man kann es hierfür und man kann es dafür machen. Und jeder hat eine andere Absicht in seinem Herzen. Und jeder muss auch mit dieser Sache kämpfen, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns, ja, hat den Teufel erschaffen, um uns zu prüfen. Und der Teufel wird dich nicht in Ruhe lassen, auch mit dieser Angelegenheit. Und besonders mit dieser Angelegenheit. Er wird versuchen, dass du Schirk machst, dass du Kufr machst, dass du Sünden machst, ja. Aber eine Sache, die er immer machen wird, er wird immer versuchen, deine Absicht, deine Taten kaputt zu machen, zunichte zu machen, mit deiner Absicht, ja, dass du deine Absicht nicht für Allah alleine reinmachst, dass deine Absicht nicht für Allah alleine ist. Warum? Weil der Mensch allgemein von seiner Schöpfung her, er möchte gerne geliebt und gelobt werden. Der Mensch ist so, er möchte gerne gelobt werden. Ja, er mag es, gelobt zu werden. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig für uns, dass wir was machen? Dass wir kämpfen und dass wir diese Sache lernen, wie wichtig diese Sache ist. Es ist ein Schort für jede einzelne Tat, die du machst. Du liest Koran, was war deine Absicht? Du fastest, was war deine Absicht? Wer ist deine Absicht? Wo ist deine Absicht? Ja, was beabsichtigst du mit diesem Fasten? Beabsichtigst du, dass die Leute dich loben? Was ist deine Belohnung? Deine Belohnung ist dann, dass die Leute dich belohnt haben, gelobt haben. Ja? Du wirst das bekommen, was du beabsichtigt hast. Nicht mehr und nicht weniger. Aber der Lohn bei Allah ist nicht mehr da. Warum? Weil deine Absicht war der Lob von den Menschen. Du hast gespendet und du willst gerne, dass die anderen dich sehen. Ja? Dich vielleicht loben oder dass man von dir redet. Der ist voll großzügig, der hat das und das gebaut, der hat das und das gemacht, der hat das und das spendiert. Egal, ob du diesen Lob haben willst von deinen Eltern, von deinem Ehemann, von deinen Freunden, von den Leuten online, live, wie auch immer, egal wo. Ja. Wenn deine Absicht ist, dass die Leute von dir hören, von deinen Taten hören, und diese Taten müssen nicht Taten sein, die man macht. Es können auch Aussagen sein. Ja? Wenn du eine Sache sagst, wenn du redest, du kannst Sachen sagen.
Und das, was du sagst, kann ja auch, du kannst ja Allah gedenken. Und deswegen, liebe Geschwister, ist diese Sache eine extrem wichtige Sache. Dass man seine Absicht reinhält. Dass man auf seine Absicht achtet. Weil es kann sein, dass man Taten macht und deine Taten werden zunichte. Du kommst am Tage der Auferstehung und du wirst in die Hölle geworfen. Und das mit den authentischen Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das mit den besten Taten, die man überhaupt sogar machen kann. Und du wirst in die Hölle geworfen. Warum? Weil du nicht die Taten gemacht hast für deinen Herrn, ja, für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern du hast es gemacht, damit die Menschen über dich reden, damit die Menschen dich loben, damit du eine Position bekommst, einen Status. Ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, drei Arten von Menschen, oder es gibt drei Menschen, mit denen wird das Feuer am Tage der Auferstehung richtig entfacht. Das Feuer von der Hölle, ja, das Höllenfeuer. Mit denen wird das Feuer richtig erst entfacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer? Einer von ihnen, es ist der Gelehrte. Ja, einer der, ein Koran-Lehrer. Mit ihm wird das Höllenfeuer, das sind die ersten drei, die in die Hölle geworfen werden. Es sind nicht, ja, Säufer, Drogendealer oder andere. Nein, die drei ersten, mit denen das Höllenfeuer richtig entfacht wird, jemand, der ein Gelehrter war oder ein Koran-Rezitator war. Ein zweiter wird derjenige sein, der auf dem Wege Allahs, ein Märtyrer, der auf dem Wege Allahs gekämpft hat. Und ein dritter, derjenige, der viel gespendet hat. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie vor den Menschen herbeirufen, ja, und er wird sie ansprechen. Und er wird ihnen sagen, ich habe dir meine Gnade erwiesen und ich habe dir diese Gnaden gegeben. Dem Ersten, ich habe dir das Wissen gegeben, etc. Was hast du damit gemacht? Er wird sagen, oh Allah, ich habe dieses Wissen weitergegeben. Ich habe es den anderen gelehrt. Und zu ihm wird gesagt, du lügst. Du hast gelogen. Du hast das gemacht, damit die Menschen von dir reden. Damit die Leute sagen, du bist ein Gelehrter. Du bist ein Wissender. Du bist ein Koran-Lehrer. Das war deine Absicht. Und das, was du wolltest, hast du schon im Diesseits bekommen. Das hast du ja schon bekommen. Du wolltest das, das hast du schon bekommen. Und der zweite Mann, derjenige, der auf Allahs Wege gekämpft hat und als Märtyrer gefallen ist, Allah wird ihm seine Gnaden, die er ihm gegeben hat, ja, von Mut und Kampf und Einsatz, Allah wird ihm das vor Augen halten, er wird ihm sagen, und dann wird er ihm sagen, was hast du damit gemacht? Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn fragen und er wird sagen, oh Allah, ich habe auf deinem Wege gekämpft, fi sabilillah gekämpft, bis ich getötet wurde und bin als Märtyrer gefallen. Und zu ihm wird gesagt, du lügst. Es wird zu ihm gesagt, du lügst. Du hast es gemacht, damit die Leute sagen, du bist mutig. Du bist ein Fighter, ein Kämpfer. Du bist stark. Und das, was du wolltest, das wurde schon gesagt. Deinen Lohn hast du schon bekommen. Das, was du wolltest, deine Absicht war, dass die Leute dich loben. Das hast du schon bekommen. Die Leute haben dich schon gelobt. Und der dritte wird wer sein? Jemand, der die ganze Zeit gespendet hat. Er war sehr spendabel. Er hat immer gespendet, immer geholfen. Waisenkinder hier und Brunnen und Witwen geholfen und Nahrung und dieses und jenes und Medizin und alles Mögliche. Und dann wird er gefragt und er sagt, oh Allah, ich habe das für dich gemacht. Und zu ihm wird gesagt, nein, du lügst. Du hast das gemacht, damit die Menschen über dich sprechen und die sagen, du bist großzügig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und daraufhin werden sie auf ihren Gesichtern in die Hölle geworfen. Warum? Weil sie haben in diesen Taten, ihre Taten waren nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, ihre Taten waren für die anderen Menschen. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, wie gefährlich das ist und wie wichtig das ist, ja, wie wichtig das ist, dass man aufrichtig ist, dass wenn man seine Taten macht, dass man sie für seinen Herrn macht, der uns erschaffen hat. Und dass wir nicht Taten machen und rumheucheln.
Ja? Damit wir einfach nur gelobt werden. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister, die wir lernen müssen. Warum? Weil das eine Bedingung ist für die Akzeptanz aller Taten, die wir machen. Taten und Aussagen. Ja? Alle Taten, die wir machen. Eine Bedingung, eine der zwei Bedingungen ist Al-Ikhlas. Du machst die Tat für Allah. Du betest für Allah. Du trägst dein Kopftuch für Allah. Du spendest für Allah. Egal, was du machst, auch wenn es vom Charakter, ja, wenn du zu deinen Nachbarn nett bist oder hilfsbereit bist, mach das für Allah. Mach das nicht, damit du gelobt wirst. Weder von den Nachbarn, noch von den Leuten, die es mitbekommen, noch von niemandem sonst, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister. Und das lernen wir wie auch? Das lernen wir von welchem Hadith? Ein Hadith, den wir vor kurzem erwähnt haben. Die sieben Arten von Menschen, die unter dem Schatten des Throns Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden am Tage der Auferstehung. Von diesen sieben Arten von Menschen, schaut subhanallah, wichtige Sache, sieben Arten von Menschen, die sieben bestimmte Eigenschaften haben, sie werden unter dem, am Tag der Auferstehung, wo die Menschen schwitzen werden, unter der Sonne, ganz nah unter der Sonne sein werden, ein Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre sind. An jenem Tag werden sieben Arten von Menschen unter dem Schatten des Throns, Allahs Throns stehen. Und dieser Thron, der Thron Allahs, wird ihnen Schatten spenden. Unter ihnen ist eine Person, die sich zurückgezogen, wo sie keiner sieht, da wo sie zurückgezogen ist, sie gedenkt Allah und dann weint sie. Ja? Eine Person, die im Geheimen, ohne dass jemand bei ihr ist, ja? Barakallahu fikum, ja? Eine Person, warum? Warum, liebe Geschwister, eine Person, die alleine ist, ja, im Geheimen Tränen vergießt, an Allah denkt, Allah gedenkt, Koran liest, Dhikr macht und dann Tränen vergießt. Warum nicht, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist? Genau wegen dieser Sache, wegen Al-Ikhlas. Weil wenn du mit anderen Leuten bist, kann das sein, dass du es für die anderen Leute machst. Es kann sein, dass du weinst oder Tränen vergießt, weil gerade um dich herum Leute sind, die gerade traurig sind. Weil der Imam, der gerade vorbetet, im Gebet vielleicht weint, aus Demut weint. Oder im Tarawih-Gebet zum Beispiel Dua macht. Ja, oder bestimmte Verse rezitiert. Vielleicht, weil neben dir Leute weinen. Ja, vielleicht bei einer Janaza, weil es eine traurige Situation ist, bei einer Beerdigung. Und dann bist du einfach, wie sagt man, affected? Weil du einfach betroffen bist oder ja, durch diesen Einfluss von den anderen, die um dich herum sind. Aber wenn du alleine bist, wenn du es dann machst, dann hast du keinen Einfluss von anderen. Dann machst du es auch nicht für andere, weil keiner sieht dich, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, diese Person ist so besonders. Warum? Weil wenn er alleine ist, im Geheimen ist, und er dann Tränen vergießt für Allah, dann sind diese Tränen wirklich für Allah. Weil keiner wird das sonst sehen, außer Allah. Und deswegen wird er diesen besonderen Status haben am Tage der Auferstehung. Ist er aber alleine unter den sieben? Nein. Das ist einer von den sieben. Ein anderer von den sieben ist derjenige, der mit seiner rechten Hand spendet und er das so zurückhält und so versteckt, dass noch nicht mal die linke weiß, was die rechte gespendet hat. Was wiederum zeigt, ja, die Taten, die versteckt sind. Die Taten, die man versteckt macht, die keiner anderer weiß und sieht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut, schon von diesen sieben besonderen Taten oder besonderen Menschen, die beschützt werden am Tag der Auferstehung, das ist jetzt der zweite. Der spendet mit der rechten, sodass noch nicht mal die linke weiß, was die rechte gespendet hat. Ja? Das bedeutet, was soll das bedeuten? Die rechte Hand spendet und die linke Hand weiß nicht davon Bescheid, wie viel er gespendet hat oder was er gespendet hat. Was zeigt es uns? Es zeigt uns, dass er diese Tat wirklich nur für Allah macht, Ikhlas hat, Mukhlis. Er ist ein Mukhlis in dieser Tat. Ja? Er spendet wirklich, ohne dass er gelobt werden will von den Menschen.
ohne dass er, dass irgendjemand ihn dabei sieht, jemand davon hört oder erfährt. Er spendet wirklich nur für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Was mit den anderen 5 Taten? Nützen die Taten, die sie machen, nützen sie diesen Menschen überhaupt? Können sie überhaupt unter dem Schatten des Throns, des Allahs Throns, überhaupt dahin kommen, wenn sie diese Taten, die sie gemacht haben, ohne Ikhlas gemacht zu haben? Ganz sicher nicht. Denn bei all diesen Taten war das eine Bedingung, war Al-Ikhlas eine Bedingung. Subhanallah. So sehen wir, liebe Geschwister, diese Leute, die am Tag der Auferstehung beschützt werden vor dieser extremen Hitze, vor dieser Strafe, vor diesem schlimmen Ereignis. All diese 7, die beschützt werden und unter dem Schatten des Throns Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Throns sein werden, alle 7 hatten Ikhlas. 2 werden direkt dort sein wegen dem Ikhlas. Derjenige, der spendet mit Ikhlas. Und derjenige, der im Geheimen alleine Tränen vergießt für seinen Schöpfer. Ja, aus Demut, aus Liebe oder Demut für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber alle anderen 5, bei ihren Taten, die sie hatten, mussten sie auch Ikhlas haben. Und Ikhlas zeigen, aufrichtig für ihren Herrn diese Taten machen. Sonst wären diese Taten auch gar nicht akzeptiert. Subhanallah. Und das zeigt uns wiederum, liebe Geschwister, dass eine Sache sehr, sehr wichtig ist. Dass wir unbedingt Taten haben müssen, nur zwischen uns und Allah. Sehr, sehr wichtig. Ja, viele Taten werden wir natürlich nicht machen können, ohne dass es andere mitkriegen. Aber was uns diese Angelegenheit zeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass jeder von uns zumindest einige Taten haben muss, die versteckt sind, die keiner weiß außer Allah. Damit man weiß und sicher geht, dass man wirklich Ikhlas hat. Und das zeigt uns was, liebe Geschwister? Das zeigt uns die Belohnung von den Nachtgebeten. Die Gebete, die man in der Nacht verrichtet. Schaut, das Gebet in der Nacht ist das beste Gebet von den freiwilligen Gebeten. Von allen freiwilligen Gebeten, das Gebet in der Nacht ist das beste Gebet von allen. Salatul Witr, das Witr-Gebet, was ja Minimum nur eine einzige Raka'a ist. Diese einzige Raka'a, die man betet, ist, wie die Gelehrten sagen, besser als alle anderen freiwilligen Gebete, die man tagsüber macht. Besser als Rawatib, die 12 Raka'a, die man betet tagsüber. Besser als alle anderen Sunnah-Gebete. Diese eine Raka'a von Witr. Al-Ulama, Rahmatullahi alayhim, haben was gesagt? Die haben gesagt, dieses eine Witr-Gebet ist besser als alle freiwilligen Gebete, die man tagsüber macht. Warum? Weil das normalerweise ein Gebet ist, das man macht nachts. Nachts, wenn man alleine ist. Nachts, wenn man nicht in der Öffentlichkeit ist. Ja? Obwohl das viel weniger ist, es ist nur eine Raka'a. Oder mindestens eine Raka'a. Aber diese eine Raka'a ist besser als viele andere Raka'at, viele andere Gebetseinheiten, die man tagsüber macht und dabei gesehen wird, zum Beispiel in der Moschee. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man darauf achtet, bestimmte Taten zu machen, von denen niemand weiß, außer du und Allah subhanahu wa ta'ala. Außer du und Allah. Und deswegen wird überliefert, ich glaube in Mustadrak, wird überliefert, dass ein Sahabi erwähnt hat, ja? Er wollte wissen, ob er ein Heuchler ist. Und dann wurde er gefragt, betest du, wenn du alleine bist? Oder machst du Istighfar und betest du, wenn du alleine bist auch? Er sagte, ja. Machst du Istighfar, Dhikr? Bittest du Allah um Vergebung, wenn du alleine bist? Er sagte, ja. Er sagte, geh weg, dann bist du kein Munafiq. Warum? Weil du hast Taten, die du machst, nur zwischen dir und Allah. Ja? Du hast Taten, die nur du weißt und Allah weiß sie. Sonst sieht die keiner und sonst kennt sie keiner. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir auf diese Sache achten. Weil der Mensch ist so. Der Mensch neigt dazu, er möchte gerne gelobt werden. Ja? Und deswegen, und der Shaitan, der lässt dich in diesem Punkt niemals in Ruhe. Zum Beispiel, du fastest. Du fastest freiwillig. Plötzlich ruft dich dein Freund an, du bist heute eingeladen zum Essen. Ja? Oder du bist gerade mit deinen Kollegen unterwegs. Und dann einer sagt, ey, ich lade euch ein zum Essen. Ja? Was passiert?
In dem Augenblick, Shaitan kommt direkt hier rein. Tak, tak, mit dein, er fängt an bei dir. Ja, er will dir dein Fasten kaputt machen. Diese Anbetung, die du gerade machst, er will sie zunichte machen. Er will sie zerstören. Was sagt er dir? Ah, jetzt wirst du denen sagen, nee, ich faste. Ja, und die sagen, oh, mashallah, stabil, du bist stark. Ja, und das gefällt einem. In deinem Herzen gefällt dir. Und der Shaitan, der möchte gerne, weil der Mensch ist einfach so, Allah hat uns erschaffen, wir möchten gerne gelobt werden. Ich beantworte keine Fragen während des Vortrags, wenn am Ende, inshallah. Jazakumullah khairan. Ja? So. Und schaut aber, wie der Shaitan ist. Ja? Vielleicht einer zum Beispiel sagt, nee, ich möchte nicht essen. Ja? Oder er sagt zum Beispiel, ja, okay, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht kundtun, ich möchte das jetzt nicht sagen, dass ich am Fasten bin. Dann sagt er zum Beispiel, ich möchte nicht. Ja, oder nee, ein anderes Beispiel, einen Moment. Ich wollte ein anderes Beispiel eigentlich nennen, mir ist es gerade aber entfallen. Nein. Einen Augenblick. Ich hatte auf jeden Fall ein anderes Gleichnis gehabt, was viel, viel besser ist auch zu verstehen. Aber mir ist es gerade, ehrlich gesagt, ich habe es gerade vergessen. Nein, ich wollte was ganz anderes sagen. Einen Moment. Ich habe das vergessen. Ja, man könnte einfach sagen, nee, ich möchte nicht. Ja? Es gibt Leute zum Beispiel, die sagen dann, ich habe schon gegessen. Ja? Aber die meinen das anders. Die meinen damit, ja, ich habe schon gegessen heute Morgen. Ja? Vor dem Suhur, in der Suhur-Zeit oder so. Ja? Ich habe schon gegessen oder ich möchte jetzt nicht. Oder ich hab schon gegessen oder ich habe keinen Hunger. Ja? Man könnte das ja zum Beispiel sagen. Aber ich wollte das was anderes ehrlich sagen, weil dann wiederum der Satan dir etwas anderes einflüstert. Und zwar, ob du wahrhaftig bist, dass du ja nicht zeigst, dass du... ich habe das Beispiel vergessen, aber wie auch immer. Ja? Aber das zeigt uns, liebe Geschwister, das zeigt uns die Wichtigkeit der Sache, ja? dass wir in jedem Augenblick mit dieser Sache geprüft werden. Ja, geprüft werden. Und dann wissen das die Leute und dann musst du natürlich und dann muss man ja zum Beispiel, wenn man jetzt eingeladen wird und normalerweise sollte man ja nicht ablehnen. Ja, normalerweise sollte man nicht ablehnen. Du bist gerade eingeladen bei jemandem, du bist am Fasten, dann, wenn das ein freiwilliges Fasten ist, dann kannst du ja abbrechen und dann solltest du das ja auch. Ja, weil der Prophet Mohammed hat gesagt, wer eingeladen ist, er soll die Einladung annehmen. Ja, aber dann kommt ihm der Shaitan dann zum Beispiel mit, dass er zum Beispiel ehrlich war und das zugegeben hat, zum Beispiel. Oder aber der will einfach zeigen, dass er aufrichtig ist. Ich habe das gleich nicht, wie gesagt, vergessen. Aber was wichtig ist für uns, liebe Geschwister, dass wir diese Sache lernen, dass wir niemals in Ruhe gelassen werden vom Satan, was diese Ikhlas, Aufrichtigkeit angeht. Ja, der will uns immer unsere Tat zerstören. Entweder während man das macht oder später. Manchmal, man weiß ja, er kommt dir und er will gerne, dass du das einfach ja, preisgibst, dass du diese Tat begangen hast, dass du diese Tat gemacht hast. Dass du das und das gebaut hast. Ja? Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir versuchen, bevor wir eine Tat machen, dass wir eine Absicht haben, es ist für Allah einzig und alleine. Dass wir während der Tat es nicht einfach so preisgeben und einfach so ja, zeigen, außer dass man Leute davon dazu motivieren will, das Gleiche zu machen. Ja?
Das kann man natürlich, und das steht auch im Koran, zum Beispiel bei den Spenden. Sirran wa alaniya. Ja? Also alan, das zu machen, offenkundig, oder sirran, im Geheimen. Ja? Spendet im Geheimen und offenkundig. Sagt Allah im Koran, befiehlt uns Allah im Koran. Ja? So, aber auch wenn du offenkundig spendest, dann sollte die Absicht sein, dass andere Leute das sehen, dass du sie motivierst zum Spenden. Ja, dann soll das eine Motivation sein, dass sie auch spenden. Aber dann muss man aufpassen, dass man seine Tat wiederum nicht kaputt macht. Indem man, ja, wenn diese Einflüsterung kommt, im Herzen, in deinen Gedanken, der Satan möchte gerne, dass du dann diese Tat machst, damit die Leute dich loben. Damit die Leute denken, hey, du bist spendabel. Dann zeigst du extra, wie viel du spendest zum Beispiel. Ja? Aber wie gesagt, dass jeder weiß das bei sich selbst. Ja, zum Beispiel, wenn man auch jetzt auf PayPal, wenn da so ein Pool errichtet wird, man kann zum Beispiel anonym spenden und man kann auch spenden, sodass man sehen kann, wer gespendet hat. Ja, die meisten, glaube ich, machen das anonym, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Manchmal ist es vielleicht aus diesem Grund und manchmal hat es auch andere Gründe. Vielleicht hat er keine Lust, dass sein Name erkannt wird oder dass er für das und das spendet oder was auch immer. Aber es ist definitiv eigentlich besser zu spenden anonym. Keiner weiß es außer du und Allah. Aber in manchen Augenblicken ist es besser, manchmal ist es besser, dass jemand rauskommt, der zum Beispiel jetzt zu dem Aufruf, ja, Aufruf zu dieser Sache, der Imam in der Moschee zum Beispiel, er sagt, wir müssen jetzt unbedingt spenden, weil sonst wird diese Moschee geschlossen, weil wir Schulden haben, weil dieses und jenes oder weil die Leute gerade in dem Land verhungern und das sind unsere Familien, das sind unsere Geschwister im Glauben, wir müssen denen helfen. Und dann holt er zum Beispiel beispielsweise 100 Euro raus oder 1000 Euro raus und er sagt, hier, ich fange an, ja, um die Leute zu motivieren. Er muss Ikhlas haben, ja, aber als Motivation ist das manchmal auch von der Religion eine gute Sache. Ja, eine gute Sache, dass er dadurch die Leute motiviert, zu spenden oder viel zu spenden. Ja, wenn er dann zum Beispiel sagt, ja, ich fange jetzt an und dann holt er 5 Euro raus, ja, dann werden die anderen vielleicht auch alle so in dem Dreh, um den Dreh herum 5 Euro, 1 Euro, 10 Euro spenden. Aber wenn der Imam oder derjenige, der aufruft, er holt einfach 500-Euro-Schein raus oder 1000 Euro raus. Ja, und er zeigt von sich aus, ich fange an und er holt gerade mal so viel raus, dann vielleicht motiviert er die anderen dazu auch, dass sie auch viel spenden. Er muss trotzdem Ikhlas haben, sonst sind seine 1000 Euro futsch, umsonst gespendet. Im Gegensatz, er bekommt sogar noch eine Sünde aufgeschrieben. Weil er hat gespendet nicht für Allah, sondern um gelobt zu werden. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig für uns, dass wir an diese Sache arbeiten. Dass wir an unserem Ikhlas arbeiten. Dass wir auf unser Ikhlas aufpassen. Ja, dass wir auf unsere Taten aufpassen. Mach nicht, hör auf, die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu machen. Fasten, spenden, egal was. Ja? Einfach nur, damit die Leute von dir gut denken, damit die Leute von dir gut reden. Am Ende kommst du zu Allah zurück, du stirbst und hast bei Allah gar nichts. Dein Konto ist leer. Zero. Warum? Du hattest kein Ikhlas gehabt. Deswegen, liebe Geschwister, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir diese Sache unbedingt lernen und das wirklich in die Tat umsetzen, dass wir immer wieder auf unseren Ikhlas schauen, auf unsere Absicht schauen. Du bekommst nur das, was du beabsichtigt hast. Nur das. Und deswegen von den Salaf, von den Sahaba, die Schüler des Propheten Muhammad sallam, manche von ihnen haben gesagt, seit 25 Jahren kämpfe ich um diese eine Sache, um meine Taten auszuüben, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein großer Bestandteil des Tawhids. Al-Tawhid, ja, was, yani deine Verbindung zu Allah, deine Anbetung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. Und ihnen wurde nichts anderes auferlegt, als Allah zu dienen mit Aufrichtigkeit. Eine Bedingung. Und der Tawhid besteht aus Ikhlas. Ja? Deine Verbindung zu Allah, all deine Taten zwischen dir und Allah sind auf Ikhlas aufgebaut, auf Aufrichtigkeit.
Und es ist eine Bedingung von La ilaha illallah. Eine der Bedingungen von La ilaha illallah ist Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit. Das heißt, liebe Geschwister, Al-Ikhlas, dieser Hadith, den wir heute erwähnt haben, ja, ist diese Aufrichtigkeit zwischen dir und Allah, bei all deinen Taten und Aussagen, ist von enormer Wichtigkeit, ob du ins Paradies kommst oder nicht. Dein Ticket zum Paradies hängt von dieser Sache ab. Und zwar absolut und von den allerwichtigsten Sachen. Die Akzeptanz von La ilaha illallah. Ja, du kommst, wie kommst du ins Paradies? Du kommst ins Paradies mit La ilaha illallah, stimmt's? La ilaha illallah hat Bedingungen. Und einer dieser sieben Bedingungen ist Al-Ikhlas zu haben. Aufrichtigkeit. Und ihnen wurde nichts anderes auferlegt. Allah sagt das im Koran. Illa liya'budu Allah, aber wie? Mukhlisin. Mit Ikhlas. Und ihnen wurde nichts anderes auferlegt, außer dass sie ihrem Herrn dienen mit Aufrichtigkeit. Mit Aufrichtigkeit. Ansonsten ist es kein Gottesdienst. Wenn du es nicht mit Aufrichtigkeit machst, nicht mit Ikhlas machst, ist es dann Ibadah? Ist keine Ibadah mehr. Ja? Wenn du Taten machst, aber diese Taten sind nicht bedeckt oder beinhalten nicht Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit, dann ist es ja keine Ibadah mehr. Warum? Weil du hast es ja nicht für Allah gemacht. Du hast es ja dann für die Menschen gemacht, für die Augen der Menschen gemacht. Und deswegen, liebe Geschwister, sagte der Prophet Muhammad sallam, أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَى أُمَّتِي. Ja, die größte Angst, die ich habe um meine Umma, ist الشرك الخفي, der versteckte Schirk, der versteckte Götzendienst. Das ist das, wo ich mich am meisten fürchte um meine Umma. الشرك الخفي, der versteckte Schirk. Der Prophet, die Sahaba radiallahu anhum fragten, was ist denn der Schirk al-Khafi, ya Rasulullah? Erklär uns das. Was ist dieser versteckte Schirk? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, was? Al-Riya. Al-Riya. Was ist Al-Riya? Al-Riya ist, was du machst, kommt von dem Wort Ru'ya. Ja? Gesehen zu werden. Dass man Taten macht, um gesehen zu werden. Und in den ganzen Büchern des Islams findet man immer, ja, As-Sum'a, As-Sum'a wa Riya, gesehen zu werden, oder du machst Taten, um gesehen zu werden, oder dass man von dir hört, dass man über dich spricht, dass du gelobt wirst. Das ist das, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am meisten Angst um uns hatte. Das heißt, eine Sache, die sehr, sehr, ja, so, die kommt in dein Herz rein und die vernichtet deine Taten. Khalas, du hast 1000 Euro gespendet, 1000 Euro sind weg. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man auf diese Sache achtet, dass man auf seine Taten achtet, dass man auch auf seine Aussagen, wenn du redest, manche Leute, die reden, am Ende des Tages, er hat geredet, aber er wollte gerne, dass die Leute um ihn herum sagen, boah, der hat viel Wissen. Der hat Ahnung von der Materie. Der hat Ahnung von Koran. Der hat Ahnung. Der weiß Bescheid. Der kann super reden. Du kannst Schirk, diese Art von Schirk machen, diesen Schirk ul-Khafi, ja, diese Arten von Götzendienst, der normalerweise ein kleiner Götzendienst ist. Das heißt normalerweise, der dich nicht rausschmeißt aus der Religion. Wobei, es gibt, ja, es kann, je nachdem, wie man es macht, wie man das ausübt, worin man das ausübt, kann das sein, dass das ein kleiner Schirk oder sogar ein großer Schirk werden kann. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es aber im Allgemeinen, sind die Taten, die man macht, wenn man sie macht und man wollte eigentlich die für Allah machen und dann hat man auf einmal seine Absicht geändert, weil gerade jemand reingekommen ist, fängt man an, sein Gebet zu verlängern, zu verschönern, in die Länge zu ziehen, ja, seine Stimme zu verschönern, etc., weil jemand gerade zuhört oder zuschaut.
wenn man seine Absicht verändert. Sie war zuerst für Allah, aber dann hat man die Tat auf einmal für jemand anders gemacht außer Allah. Diese Taten sind dann futsch. Du hast umsonst gebetet. Ja, umsonst gebetet, umsonst rezitiert, umsonst gespendet. Und sogar nicht nur umsonst, sondern du sündigst sogar noch damit. Wie wir gesehen haben im Hadith von den drei, mit denen das Höllenfeuer erst richtig entfacht wird. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir immer wieder auf unseren Ikhlas schauen. An-Niyya. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallam, wenn der Mensch, إِذَا أَخْلَصَ الْعَبْدِ فِي أَعْمَالِهِ يَكْفِيهِ قَلِيلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ. Ja? Wenn der Mensch Ikhlas hat, Aufrichtigkeit hat in seinen Taten, so werden ihm, nur wenige Taten werden ihm reichen, um erfolgreich zu sein, um ins Paradies zu gehen. Dann werden dir schon wenige Taten reichen. Ja, deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig für uns, dass wir auf unseren Ikhlas schauen. Wenn wir Taten machen, überprüfen. Mache ich diese Tat wirklich für Allah? Oder mache ich das, um gelobt zu werden, um geliebt zu werden, um belohnt zu werden, um einen Status zu bekommen bei den Menschen? Ja, um Follower zu kriegen. Kann auch sein. Heutzutage normal. Die Leute sind alle auf der Suche nach Likes und Followern und posten Sachen oder machen Sachen oder reden oder was auch immer, um ja, ihre Absicht, Follower, ich will mehr Follower, ich will mehr Likes haben. Wenn das ihre Absicht ist, wird ihre Belohnung was sein? Likes. Nicht mehr, nicht weniger. Bei Allah subhanahu wa ta'ala kriegen sie nichts, auch wenn sie Koran hochladen, auch wenn sie Hadithe hochladen. Wenn ihre eigene einzige Absicht nur ja, die Reichweite ist, dann werden sie Reichweite bekommen. Aber sie werden von Allah nichts dafür bekommen für diese Taten. Ja? Oder wenn man Videos schneidet oder was auch immer man macht im Islam, liebe Geschwister. Wenn man sich um alte Leute kümmert oder egal was man macht. Ja? Deswegen sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, achtet auf eure Absicht. Lasst uns alle immer wieder und immer wieder, weil der Shaitan, wenn er dich nicht dazu bekommt, dass du große Sünden machst, dass du Schirk machst, dass du Kufr machst, dass du ein Heuchler bist, dass du dieses und jenes machst, wenn er dich nicht dazu bekommt, so zu sündigen oder so in die Hölle zu kommen, dann wird er durch diese Tür kommen. Und er wird versuchen, dass du Taten machst. Du machst Taten im Islam. Du betest, du fastest, du spendest, du bist gut, du hast gute Charakterzüge, aber er wird versuchen, dass du das machst, aber deine Absicht ist falsch. Deine Absicht ist der Lob, ist der, ja? Und dann macht er deine Taten kaputt. Du hast schöne Taten gemacht, aber am Ende kommst du raus mit einem Bankrott, mit einem Zero, ja, mit einem leeren Konto. Und deswegen, liebe Schwester, wäre das der größte Verlust, dass man Taten macht, aber am Ende hat man nichts. Hat man gar nichts davon. Möge Allah Azzawajal uns alle das richtige Verständnis geben und möge Allah Azzawajal uns recht leiten und uns Ikhlas schenken in unseren Taten, in unseren Aussagen und möge Allah uns vor der Augendienerei bewahren und vor dem Trick des Satans beschützen, dass wir Taten machen für andere, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith al-Qudusi, er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie kann man das am besten übersetzen? فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ja? Also was wichtig ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, im Hadith al-Qudusi, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah sagt, ich bin, ja, ich bin, أَغْنَ الشُّرَكَ عَنِ الشِّرْكِ. Wie kann man das übersetzen, diesen Hadith? أَغْنَ الشُّرَكَ. Ich bin, Allah subhanahu sagt, dass er hoch erhaben ist und nicht in der, nicht
er hat es nicht nötig, dass er Partner hat. Wer mit mir Partner setzt, so werde ich ihn und seine und diejenigen die Partner, die er mit mir gesetzt hat, sie beide lassen. Ich brauche diese nicht, ja? Und er soll, im anderen Hadith, er soll sich eine Belohnung nehmen bei denen, für die er es gemacht hat. Im anderen Hadith, wenn er eine Tat gemacht hat und seine Absicht war jemand anders noch mit mir, dann soll er zu denen bekommen und seine Absicht bei denen nehmen. Ja? Wenn du es gemacht hast, um von anderen Leuten gelobt, geliebt zu werden, dann geh zu denen. Allah wird dir sagen, geh und nimm dir deine Belohnung bei denen. Ja? Bei mir hast du nichts. Weil Allah also ist Rani, er braucht diese Taten nicht. Die Taten, wo du Partner nimmst, ja, was ja eigentlich Götzendienst ist. Wenn du Taten machst und du nimmst Partner, das heißt, du willst, dass Allah, du machst eigentlich eine Tat für Allah, aber du willst auch von den Menschen auch gelobt werden. Dann Allah also wird dich und diese Partner lassen. Geh und nimm dir deinen Lohn bei denen. Möge Allah uns bewahren, möge Allah uns recht leiten. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Und inshallah sehen wir uns morgen bei dem nächsten Vortrag. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.